Moin. Seid mal wieder gegrüßt zu einem neuen Video. In der Beschreibung. Zur Uhr auch, zur Shisha auch, zum Klenk. Nicht. Du Hund? Hast du mal einen Schnaps zum Anfang? Kein Schnaps. Aber egal. Na, jetzt wird noch eins des Heineken gesippt. Link ist in der Beschreibung. Ich trinke nur deutsches Wasser und die Kameraperspektive wird sich gleich ändern. Aber das Paket ist wirklich sehr groß. Wollten, dass das mal zu sehen ist, damit ihr einen Vergleich habt. Zwischen einem sehr, sehr schönen Mann und einem großen Fanpostpaket. In der Tat. So, willst du jetzt direkt die Perspektive ändern oder öffnen wir es erstmal? Ja, wir öffnen das jetzt und solange dieses Paket. Achso, du willst das gesamte Paket erstmal. Ja! Warum gucken die Leute eigentlich diese Scheiße? Ich kann es aber nicht verstehen. Ich würde es mir wahrscheinlich sagen. Das Paket wurde vorher nicht geöffnet, wie ihr seht. Ich ziehe ein Schwein. Die Junge, ich sehe sinnvolle. Und ich sehe Junge! Was denn? Alter! Was ist das? Wer das geschickt? Was Junge, ist das? Das ist eine Geldscheinmaschine. Also so ein. Das kriegst du jetzt aber nicht mit. Das kann ich ja gut gebrauchen. Alter, Supreme. Einfach nur. Ja, das wer das geschickt hat, absoluter Ehrenmann. Ja, das sieht echt aus. Das ist echt. Das ist einfach nur schön. Warte mal. Das muss aufgeladen werden. Ja, da muss eine neue Batterie rein. Also hier sind Geldscheine drin. Da können auch echte Geldscheine rein. Ja, Alter, das ist übelst gut für Alter, der Schuh geschickt. Was? Was zum Fick? Das Fahrtgott-Musikvideo ist so perfekt. Supreme Dollars. Junge, das ist ja, das ist heftig. Hast du noch einen Code für Pfand? Für Pfand? Ja, gib mir das sehr gut. Das ist natürlich sehr nice. Das wird man wieder sehen im nächsten Musikvideo. Das kommt dann wahrscheinlich in 25 Jahren, aber es kommt. Und der Mann hat hier einfach mal 6 Kann ich mir eh davon nehmen? Was? Ja, hier 6 Junge, du kannst zahlen, ich hab 3. Also. Ich danke für den Shaker. Ich, das merke ich. Solche Shaker habe ich wirklich schon. Exzellent. Ich bedanke mich sehr. Der Mann hat einfach mal 6 Shaker geschickt. Oder 7? 7. Ich mal hin, was ich runternehme. Nee, ich will nur den MyProtein. Ja, das ist sehr nice. Alter, heftig. Protein vom Bodybuilder. Hier ist noch einer. Das ist einfach nur krank. Diese ganzen Shaker. Der arbeitet wahrscheinlich bei Body Attack oder so. Ja. Diese neue Junge. Achso, ja. So viel kann man gar nicht shaken. Ja, das sagst du. Der ist natürlich auch ganz praktisch. Du kannst dann Kokain und dann. Wenn man seine gesamte Nahrung in Pulverform zu sich nimmt, ist das natürlich sehr. Das mache ich eigentlich überhaupt nicht, deswegen. Was haben wir hier? Kannst du das bitte zusammengefallen? Das ist ein Zelt, oder? Bitte. Ich lasse es. Das ist ein sehr großer See. Ich glaube, das ist ein Zelt. Nee, das ist ein. Ich weiß, was das ist. Was ist das? Das ist ein Seesack. Ein Seesack? Weißt du, kennt nie, was ein Seesack ist? Ich fahre nicht zur See. Das ist gut, das ist gut. Also, das kann ich gebrauchen. Nee, das ist. Und der hat Jordans in. Was sind Jordans? In Größe. Ich habe einen 46. Der hat eine EU 45 geschickt. Was zum Teufel? Alter, die kann ich wieder im Spätshop gegen Schnaps eintauschen. Ist der Powerbank? Powerbank, ja. Also, wenn. Nimmst du die mit? Das soll Mama nicht an dich sehen. Ich zeig's dir dann. Das sollte nie in die Kamera. Okay. Ja, also cool, wenn die mir passen, werde ich auf jeden Fall tragen zum Training oder so. Wenn nicht, dann kriegt sie herje. Dann hier noch eine Powerbank mit Kabel. Möchtest du sie haben? Sonst kommt sie in den Korb. Ja, ich würde die nehmen. Nice. Ich habe mittlerweile schon 10 Powerbanks auf Handpost gehabt. Ja, ich mache mir nochmal hier. Das habe ich nie in die Kamera gezeigt. Nee, ich sag mal. Hört auf, mir Scheiße zu schicken, die illegal ist. Okay. Hier sind die Plastikbeutel. Hier? Wo? Hier. Diese Küche ist so strukturiert, dass man sie nie da. Ja. Nein, ein so.
Ah, die kann die ganzen Feuerzeuge immer dort reinlegen, wieder in den Feuerzeugschieber. Die Fanpost hat mein Leben so umgekrempelt. Kannst du mal die Tür schließen? Das soll nie in die Bude ziehen hier, da drin ist. Klingt, das Video wird schon wieder total unprofessionell. Und ich werde hier nichts rausschneiden. Sie sollen sich alle ins Knie ficken, wenn jemand sagt, dass das unprofessionell ist. Das ist wenigstens real. Dann will ich den Scheiß nicht wieder rum. Das Leergut bleibt hier. Nee, das, das waren die Shaker, du Keck. Und noch zwei Armbänder, falls du deine Homosexualität, zu der du dich ja auf YouTube bekannt hast, in deinem Outing offiziell zeigen willst. Okay, Dreamchase. Weiß ich schlafe. Ja. Und das Ding ist hier ganz schön zerklingt. Vernaugt. Okay, also dieses Armband ist wahrscheinlich für mich ein rotes Design, oder? Ja doch, das passt. Das habe ich ein. Junge, dieser Club-Aufkleber, wie heißt das, Stempel, ist ungefähr eine Woche alt. Na, weil du dich nicht wäschst. Das liegt daran, dass ich ausschließlich in Fitnessstudios duschen gehe und ich war seit einer Woche nicht beim Training. Also hast du dich seit einer Woche nicht geduscht? Der Mann kann kombinieren. Ein freshes Nike-Armband. Das ist eigentlich wirklich ganz nice. Mit vielen Mastdarm. Willst du da jetzt die Perspektive an? Wie geht das ab? Also, das ist was? Mhm. Ja. Hau mir hier den Pfandast nach in dem Moment. Ja, nee, schmeißen, das ist so laut. Kann ich nicht vor. Warte, ich mach's mal Schnitt. Weiter geht's. Vorsicht, hier auf der Shisha. Immer der das öffnen kann, immer bitte. Ja, okay. Na ja, gut. Das ist mystisch, was ich hier. Ich würde ja gerne irgendwas erzählen, aber wissen wir das? Ich glaube, die Tatsache, dass du dich eine Woche nie geduscht hast, sagt mehr aus als 1000 Worte. Halt doch einfach mal den Namen. Aber es ist halt wahr. Ach, das ist mit Deckel, ja. Na, lieber ordentlich verpackt ist. Er hat sogar extra eine Mülltüte reingepackt. Ehrenmann. Ja, so. Soll ich vorlesen? Ja, bitte. Ich kann nicht so viel sprechen wegen meinem Hals. Ah, Junge, die Schrift. Ringer Arnos. 8i, 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 8i. Mullen, Ehrenbruder. Kannst du mal bitte zur Kamera? Nicht ganz wie Kakel. Der Nachbar ist wirklich. Vorsichtig, dieser Klink. Max, ich sende dir gemischtes Zeug aus meinem Zimmer, was ich nicht mehr brauche. Ich hoffe, du kannst einiges davon machen. 8i. Du bist aber doch kurz und direkt zum Punkt. Du ziemlich viel Lehrgut besitzt. Ein Anti-Akne-Mittel. Das ist so fick. Das ist von Pandora. Junge, für Van Damme, genau. Für Van Damme oder den Ingo. Wenn man das über den Kopf gießt, dann löst er sich auf, der Mann. Und zwar komplett. Bestimmt, der besteht nur aus Akne. Ja, Mann. Feinste Jum-Jum-Nudeln. Lol. Das war verspeist. Halt, in rauen Mengen. Psst. Warte. Ja, warte mal. In rauen Mengen. Ich habe extra so einen Schieber hier für dieses Zeug. Das ist einfach nur schön. Ja, das ist wirklich wunderschön. Dann kann ich mich ernähren. Wir brauchen wirklich mal Franco. Wir müssen jetzt okay. Doch. Okay. Ich eine Flasche Wein. Ich sammle nur mal die Jungen. Ja. Das ist wirklich eine Flasche Dornfelder Rosé, die sieht auch gar nicht mehr so schlecht aus. Die hat sogar einen Korken. Einen Korken. Alter, wie viele sind denn das? Ich würde mal sagen, so 20, 30 Stück. Pass auf. Alter, 20 Packen Nudeln, das ist ja richtig. Ehre.
Das ist einfach nur maximal eher CK. Das ist leider leer. Na, eher bitte. Nicht schmeißen, jetzt hätte ich es beansprucht. Hausbrühe? Ich, nee, aber ich hab's ja. Haarlack. Junge! Alter, zeig mal hin. Aber ja. Das nicht, nö, das muss man halt anders entsorgen. Medikamente in rauen Mengen. Dein Geld. Junge, das sind wirklich Ratiopharm Hustenlöser, das ist einfach. Ich werde das dann entsorgen. Natürlich nicht Missbrauchs. Alter. Was soll das? Wieso schickt man mir Medikamente in Raum? Ibuprofen, Junge, der hat ja Schmerzmittel geschickt, 600 Milligramm. Ich weiß, was das ist. Ich kenne das genauso gut wie du. Haus weg. Ich kann da nicht einfach irgendwelche Zeug nehmen. Oh. Nochmal Jum Jum. Was ist denn das, Alter? Junge, da ist ein Darm drauf abgebildet. Auf diesem Medikament. Das ist mal scharf, nein, aber das ist jedenfalls ein Darm abgebildet. Kondome, willst du die behalten? Nein. Diese kleine gelbe und so ein Zeug. Kannst du das bitte fressen? Nein. Ich will, dass du live in diesem Video Dünnschiss kriegst. Alter, was soll denn das? Halstabletten. Halstabletten, das geht ja noch. Aber. Hustenlöser. Die hören deinen Husten und deine Mandeln, deswegen schicken die das. Die Mandeln müssen ausoperiert werden. Das Ziehfeuerzeug ist ganz nice. Für den Enddarm. Wundschnellverband. Das ist für meinen wunden Darm, nachdem du mich heute noch gebumst hast. Leere Parfümproben. Magic the Gathering. Also das ist jedenfalls ein Trollfäß, aber ich weiß nicht, was man damit macht. Das ist, glaube ich, zum Aufbügeln. Der ist ein Stift. Schalter. Was ist denn das für ein Magic Gathering Karten und ein Matchbox Auto. Schmutz in Reinform. Kennst du das bitte relativ langsam hier in diesen Müll schütteln und dann in diesen Karton in den anderen dort legen? Shisha, bist du des Wahnsinns? Schau einfach mal kurz bitte auf den Müll. Aber, naja, gut, nee, was bis jetzt. Aber der Inhalt war ja nicht nice. Der Inhalt ist auf jeden Fall geil bis jetzt, auf jeden Fall. Warte mal. Klopfen die Schüssel. Und dann mach die neue Kohle fertig. Ja, gleich. Ja, ein Paket kriegen. Die Kohle hält noch. Erzähl mir was Schönes. Abonniert meinen Kanal. Was Schönes. Toni Klink auf YouTube. Ich habe ebenfalls Fanpost erhalten. Falls ihr mir welche zuschicken wollt, dann schreibt mir auf Instagram. Rich Homie Klenk. Rich unterstrich Homie unterstrich Klenk. Wenn man das zwei Münder nochmal so langsam formuliert hört, dann klingt es irgendwie komisch. Ja, wenn die das alles zusammen und kleinschreiben, finden die mich ja nicht. Ja. So. Aber wer dir nicht folgt, der lebt doch eh hinterm Mond. So. Übrigens, wenn ihr derartige Fund Angel Sticker haben wollt, halt's Maul, schreibt mein Nuri. Ach so, okay. Schreibt mein Nuri an auf Instagram und der wird dafür sorgen, dass ihr welche erhaltet. Zweifelsfrei. Okay. 1,50 €. Exklusiv, wo sind deine Merkurbecher? Es kommen in letzter Zeit wenig Spenden an mich, deswegen steht das heute. Ist da noch was drin? Grüße, du Mindestschwein. Ich hoffe, dass dir unsere kleine Post, die haben das mit neuem S geschrieben, kleine Post aus edlen Tropfen gefüllt. Natürlich
Ich hoffe, dass die unsere kleine Post aus edlen Tropfen gefüllt. Punkt. Guck doch mal schon wieder. Guck einfach mal. Nur, guck mal drüber. Guck einfach mal rein. Ich sehe eine Menge Illegales und Legales. Ja, das ist ja nie illegal. Aber ich sehe schöne Sachen. Was sind das? Jedenfalls, ich hoffe, dass die unsere kleine Post aus edlen Tropfen gefüllt. Punkt. Natürlich liegt auch ein Buch dabei, das du lieber gleich lesen solltest. Das ist eine Stange aus 5 Cent Münzen. Okay. Dass du lieber gleich lesen solltest, du Schwein. Aber auch... Vielen Dank. Ah Junge, die haben übelst einen langen Text geschrieben. Haben wir keinen Stress. Ach, I, du Schwein. Aber auch an die Spielsucht und an Braungeld wurde gedacht. Also viel Spaß beim Auspacken, du Löhner aus der Gosse. Grüße aus Zwickau. Ach, I, du Lutscher. Die Goldkrone geht an dich und die DDs aus dem Brennpunkt Mulm. Hängt das in die Höhle? Wäre cool, wenn du noch ein paar Autogramme dreimal uns zukommen ließest. Vielen Darum, MM. Grüße gehen raus an Sektion Spielsucht und an die Wochenendsäufer. Komm geh, du Vogel, der Feind seid des Fett, oi. Das ist ein sehr schöner Brief. Stand nichts, als die weit waren. Das Feuerwerk ist für mich alles legal. Also. Ja, alles, was man so legal haben darf in Deutschland. Was im Brief schon angesprochen wurde, es ist eine Goldkrone darin. Ja, der wahre Klassiker, die wird noch verfetteten Sudanesen in den Hals gekippt. Also das ist nice Yu-Gi-Oh! Karten, die nämlich. Das ist jedenfalls eine abgebrochene Silvesterrakete. Das ist noch eine abgebrochene Silvesterrakete. Bei diesen Yu-Gi-Oh! Karten ist kein einziges Seltene dabei. Alles sehr traurig. Guck mal, das sind alles Stangen mit Münzgeld. Oder? Werde ich jetzt nicht rausfinden. Ja, das ist alles 1 Cent, Alter. Da wird sich die Commerzbank Automaten freuen. Ja, das reden wir uns nicht freuen. Das ist. Das kannst du wegschmeißen, das ist nicht wert. Und nochmal 2 Cent, Alter. Junge, weil wie lang diese Stangen sind. Pfand? Ja, danke. Oh, was ist das? Ein Handschuh gefüllt mit Geld. Vorsicht, ist da Flüssigkeit drin? Nee. Wobei, nee, die schätze ich als ehrenwerte Männer ein, die pissen da nicht vorher rein, um sie nicht zu ficken. Das ist ein gewisser Ansatz, danke. Kugelschreiber? Doch, da ist eine Flüssigkeit drin, doch nicht. Nein. Vorsicht! Oh, Junge, bitte, pass jetzt auf. Nein, also die Kohle ist schon geschüttelt. Ich sag mal, ich will noch hier das Zeug ab. Wo willst du das hinmachen? Na, hier auf den Teller, du Kek. Pass auf. Ja, der Lifestyle. Du raubst mir den letzten Nerven, du Schieße. Ich kann wirklich mich nicht auf die Welt. Mach jetzt mal ruhig die neue Kohle an. Ja. Dann pack bitte den Rest der Pentos aus jetzt hier, ohne die Schieße umzuschmeißen. Hol mir einfach beides, kannst du lernen. Sonst würde das schon lange hier unten liegen. Ich kenn dich. Ich habe ein Talent dafür, Shishas umzuschmeißen. Ja, das weiß ich, deswegen bin ich auch so angespannt. Ich sag's nur den Zuschauern, damit die wissen. Achso. Hast du noch einen Zwickau-Beutel gekriegt? Das ist schön. Das ist wirklich schön. Dann ein FSV Zwickau-Sitzkissen. Lass es neben Freddy sehen. Ja, ja, ich will nicht. Eine Mini-Arcade. Was zum Zeug? Das ist ein Spiel, oder was? Spielsucht. Spielsucht. Was haben wir eigentlich gemacht, bevor wir hierher gekommen sind? Wir waren schön essen mit dem guten Minori und haben nicht in Casinos abgehangen. So, wie legst du die Zuschauer so kaltherzig? Unglaublich, das Quiz. Okay, also der Spendeneimer ist voll. Das erregt mich wirklich sehr. Mehrere kleine Pfeffis. Ui, da war ich erstmal in den Hinterschütteln. Du willst das nicht schon wieder sauber. Naja, hier. Wer sagt denn das? Vor der Kamera Echsen. Nein, das Echsen, das ist okay. Echsen ist ein Job. Selbst ihr mit? Nee, okay. Das ist ein Pfeffi. Ich bin hetero. Ja, dann sauber ich jetzt alle drei. Du willst alle drei Echsen? Das ist immer kleine Mensch. Du wirst jung sterben. Sag hier nicht Echsen, das ist ein Schluck. Du wirst jung sterben. Na, das ist mein größter Wunsch. So. Nur noch ein Poster. Puh, das sitzt hier rum. Achso, die Kohle ist schon da.
Also ganz entspannt. Ich stelle das mal ein Stück hier beiseite. Das ist ja unerträglich. Pusher? Das habe ich schon. Das hast du schon? Ja, aber nie zerstören, das ist immer was wert. So haltbar wird? 18 Karat Pusher. Nie zerstören, ne? Was hältst du davon? Ich äußere mich nicht zu deinem Alkoholkonsum. Das ist alles sehr, sehr traurig und ich supporte das in keinster Weise. Ich will nicht, dass der Mann zu einem fetten Sudanesen wird. Doch, was mit Banane? Das Ali Boumaye Album. Du weißt, wo der Müll ist? Textmarker. Morgen wieder Rap-Update. YouTuber wirft das Album dieses Rapper in den Müll. Dieses Rappers in den Müll. Was ist denn das schon wieder eine Scheiße? Hau weg, hau weg. Das muss ich mir von Namen zeigen. Nie in Flüssigkeit das Kleingeld. Das ist. Das ist mein Anteil fürs Auspacken. Was ist denn das? 1 Cent Stück und 10 Cent Stück. Das ist aber auch verranzt. Nee, nee, das ist keine Flüssigkeit mehr. Homosexuelle Sticker. Was hast du mal mit homosexuell? Ich bin schwul. Ich weiß, du hast dich ja geoutet. Nee, Nitro, Snowboard, Leo Gang. Ja, alle auf Kleber Augen, die behalte ich alle. Ich alle. Nasenspray. Ja. Kein Kommentar. Es gibt wieder Ansagen, ich muss meine Tattoos rausschneiden und alles. Bitte zeigen wir mal alles in die Kamera. FSV Zwickau Ultra aus 97. Ich kann mich mal wieder hören. Shoutout an alle Rules. Grundsätzlich erstmal alle. Diese Berge von Aufklebern, das kann ich mal nicht verkleben, jemand mir verschickt. Wenn ihr jetzt neidisch auf den Mann seid mit seinen ganzen Stickern, schreibt meine Uri auf Instagram. Der Mann lässt euch Sticker zukommen in rauen Mengen. Wo kommt denn immer dieser Dreck her? Mitnehmen. Man beachtet, das sind typische Kugelschreiber. Das ist die Bombe. Das ist die Bombe? Das ist die Bombe, wahrscheinlich. Ein Schlauch. Hier war kein Absender noch. Und ja. Mit DHL so ein orangener Aufkleber. Nee, das ist keine Bombe. Ich dachte, ich lese. Doppelt verpackt. Nee, das hat die DHL so verpackt. Die DHL hat von der Erste verpackt. Also. Am Ende des Videos werde ich schon mal durch den Raum schwenken. Dann seht ihr erstmal das Chaos, was hier los ist, Alter. Das ist krank. Ich habe schon mal eine rosa Perücke gesehen. Junge! Das ist absolut. Bier ist da drin. Also, mach ich lass mal kurz den Schnitt. Und? Wie geht's? Ein Energy Drink? Nee, ich nehm noch einen Schnaps. Das ist meine Wohnung. Ich kann mich hier zulaufen, wie ich will. Nur zum Mädchenvieh, der das Video sieht. Ich habe versucht, ihn abzuhalten. Hast du das? Instant Nudeln. Mal was Neues. Knorr, eine Steinpilz-Cremesuppe.
Ah, Junge, dieses Maul. Ist das eklig. Gebe ich noch hin? Nein. In. Da stehen vier, jetzt gib mir noch in. Also, dann ist aber Schluss für heute. Nee, Schluss für... Nee, es ist 0 oder 19. Für heute noch in, weil nicht. Dreckiger Säufer, Alter. Alter, was ist irgendwas mit Quitte? Das ist richtig eklig. Irgendwas mit Quitte. Boah. 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 Das sieht man. Oh, bitte, hau das in den Müll. Oh, easy. Oh, oh, ist das eklig. Boah. Oh. Oh, oh mein Gott. Oh, oh, ich höre was. Ich höre schon Gutes. Oh, ist das eklig. Boah, ist das ekelhafter Schnaps, Alter. Oh. 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 Du widerlicher Hund? Das ist Paul, der ist. Will man es mit? Nee. Ja. Hier passt noch was rein. Boah, Alter. Boah, das klappt. Ich hab. Hey, stimmt, ich habe vorhin mit dir gegessen. Die Gamebox. 1000 PC-Spiele. Und ein Dollar. Ja, ein Dollar ist ein neues. Ich hab seit Ewigkeit nichts gefressen, um ehrlich zu sein. So schlecht, das kommt so mein Magen. Trackmania. Willst du es behalten oder weg? PC zockst du ja nicht, ne? Ich zocke nicht am PC. Hey, du undankbare Hurensohn. Ein Ankerbier? Energy Drink? Noch ein Energy Drink? Ja, so. Sei gekriegt. Das Ankerbier ist sehr schmackhaft. Das ist wirklich sehr schmackhaft. Blondes, helles. Also im Vergleich zu diesem verfickten Mistschnaps. Hör auf, den zu trinken. Sei gegrüßt, geliebter Darmbruder. Heil Herzberg. Ich hoffe, das Fanpaket erfreut dich und lässt deinen Darm erregieren. Darin befindet sich feinste Schweizer Spezialitäten. Ehrenhaftes Ankerbier. Auch für Kleingeld ist gesorgt. Mutter sagte immer, ich soll das Kleingeld am Ende des Urlaubs einem Obdachlosen spenden. Doch ich habe es immer grundlos gehortet. Nun weiß ich wieso. Es war immer für dich bestimmt. Ich hoffe, das Schweizer Kleingeld wirst du nicht los. Ich danke dir hiermit, Abdi, mal für deine mulmigen Bewegtbildproduktionen. Grüße bitte meine damigen Freunde Tim, Yannick, Silvan und Rainer Winkler. Mullen, du Schwein, viel Pfandgut. PS, bitte trage das Einhorn. Auf keinen Fall. Das Einhorn? Du meinst diese komische Perücke? Ja, ja. Ja. Feinste Exotenmünzen. Ist das für meine Reichsmarksammlung? Ja. Nee. Zum Teufel, 10. Alles. Vielen Dank für die Fanpost. Das ist wirklich die komischste Münze, die ich seit langem gesehen habe. Ja, ich glaube, das ist ja der Sinn der Sache. Ich weiß, das ist nicht fokussiert. Ich halte es jetzt trotzdem mal 5 Sekunden hin. Oh, ja, Junge, Schweizer Kleingeld. Wie widme ich mich dann, wenn du feinstes. Dich hier verpisst hast und ich mich dann dieser Goldkrone gewidmet habe? Feinstes Spiel. Hier haben wir. Nicht so eine Scheiße, die kann man zeigen. Das ist ein anatomischer Aufbau von einem Darm. Ja, genau deswegen. Okay. Das hebe ich mir auf und bewahre Zweck, aber das wird nicht in die Kamera gezeigt. Schweizer Kleingeld. DVB-Sticker. Ein Plakat von Minions. Oder wie heißen die Dinger? Also ich nenne sie gelbe Hurensohn. Ich philosophiere gerade darüber, dass ich eigentlich mein ganzes Leben schon
mindestens 3 Tage am Stück damit verbracht hat, Fentos auszubeugen. So muss das. Das ist schon mal ein wunderschönes Verfassung. Ist das schwer? Naja, das geht. Ach, Junge, mich. Nee, das Schwere war das mit der Röhrtonne, genau. Junge, das ist schlecht, dieser Quittenschnaps, Alter, der knallt. Nee, der knallt nicht, aber der ist einfach richtig ekelhaft. Müssen wir Bier noch trinken? Das ist korrekt. Moin Max. Was ist denn das? Moin Max, der magere Mindesttopf ist leider kaputt. Vielleicht willst du dir das Kleingeld abmachen. Wenn nicht, ab in den Mulden damit. Mach weiter so, Gruß Shorty. Oh Junge, das ist Watte. Ich hasse Watte. Oh, ii. Alter, was ist das für eine Scheiße? Junge. Da, nee, mal ganz ehrlich. Lass mich mal bitte kurz in Monolog halten. Ja. Wie so laut der Nachbar. Sperrt jetzt die Ohren auf, es wird wichtig. Der magere Mindesttopf ist kaputt. Und jemand hat sich hier mindestens, schätze ich mal, eine halbe Stunde hingesetzt und hat hier Zentmünzen mit Heißleim draufgeklebt, die ich dann wieder abmachen werde. All das ist vielleicht 1,50 Euro wert, ich werde vielleicht 10 Minuten sitzen. Aber ich mache es einfach, weil ich es kann und weil ich es möchte. Alter, lass mal die 2 Schnäpse mal überwachsen. Ich spüle die mit dem Bier hinter, ich halte sonst mein Zustand hier aus. Junge, los jetzt. Du willst es wirklich tun? Sehe ich unsicher aus? Du siehst fertig aus. Mit den Nerven, körperlich und geistig. Und jetzt hast du mich mit Käsesaft gegossen. Sorry. Also solange die Viecher nicht umfliegt, ist alles gut. Schlucken, nicht schmecken, schlucken. Das war ein Zitat von deiner verfickten Scheiß. Oma, der ich gestern ins Maul gespritzt habe. Halt dein Maul. Oh. Band? Ich glaube, du wirfst die Schiene dann um und das fällt direkt dort rein. Das ist leicht, das sind die Zeug. Oh ja. Das ist genau die Scheiße, die mich geil macht. Ein Beutel von... Nein, ein Beutel für Müll. Ja. Ein BMW M6 Grand Coupé. Modellauto. Das ist was für verfettete, versoffene... Ihr wisst genau, was ich sagen will. Jo. Was ist denn das? Das ist ein Pilzmesser. Das ist ein Pilz. Junge, der Mann hat ja einfach mal. Alter, kann ich ein paar von den Center schon? Natürlich. Ich fress die mir. Der Mann hat. Es sind wirklich sehr viele. Zahlreiche Center Shots da. Guck mal, 40, so, 40 oder 50 an der Zahl. Nimm doch ein paar Hände. Was ist denn das? Achso, das sind die Scherben von diesem Topf. Ich weiß noch, damals war ich echt noch ein richtiger Hurensohn, also ich meine, also, weiß nicht, wie soll ich das ausdrücken, so ein richtiger Loser. Ich meine, bin ich immer noch, es wissen halt nicht mehr Leute, dass es mich gibt. So formuliere ich das immer gerne. Und die Centershocks gab es immer nur so in der Schule. Naja, an dem Schulkiosk, ja. Nur so übelst teuer halt. Naja. Und ich habe halt immer mit dem Mädchen in der Metro, also Metro ist ein Großhandel, da gibt es halt so ein ganzes Paket für 10 Euro oder so. Da bezahlt man für ein so ein Ding dann 5 Cent. Aber am Kiosk, überall gab es die Dinger immer nur für... 20, 30 Cent? Mehr, also 30, 40 Cent, ja. Und da habe ich mir dann immer so ein Ding geholt, so ein ganzes Paket, die dann weiterverkauft.
Das hat mich zu einem noch viel, viel größeren Hurensohn gemacht. Du hast hier einen Haufen Teelichter. Willst du die behalten oder weg? Die werde ich anzünden, wenn ich mir endlich in der Badewanne bei einem ganz entspannten Bad die Pulse dann aufschnitze. Also. Hoffentlich zeitnah. Ja, exakt. Der Mann versteht mich. Hey, wir waren vor uns im Casino und haben alles verloren. Ich will es nur mal sagen. Bieröffner? Der kommt in meine Sammlung von mindestens mittlerweile 40 Flaschen. 4 Cent ist mein Anteil. Und, es sind das Sticker von der Alternative. Junge, der AfD-Sticker. Die will ich haben. Falls es Neuwahlen geben sollte, wer ist denn hier besoffen? Und keine große Koalition zustande kommt, wählt die AfD. Also ich hab die CDU gewählt mit meiner ersten Stimme und mit meiner zweiten Stimme die FDP. Ihr merkt, das ist ein extremer Hund. Nee. Die Leute, die sagen immer, ich bin rechts und so. Bist du doch gar nicht, du hängst nur mit rechten Leuten ab. Ja, so eine Mischung halt. Aus den beiden Sachen. Naja, ein paar von den Assis, mit denen du hin und wieder säufst, sind angeblich rechts, aber das hat ja nichts mit dir zu tun. Die sind einfach nur arbeitslos und prügeln sich gern, deswegen sind die klar rechts. Ja, das ist natürlich auch. Ja. Das stimmt. Falls Neuwahlen stattfinden, dann werde ich überhaupt nicht wählen gehen. Falls Neuwahlen stattfinden, wähle ich wieder die AfD. Dann bist du gar nicht wählen gegangen? Hast du nicht meine Staatsbürgerschaft? Das wissen aber die Leute nie. Ja, jetzt schon? Ja, okay. Junge, wir quatschen sie am Kopf und Kragen. Hier sind nur noch Scherben und. Scherben. Hier ist noch. Oh, das ist hier. Das klebt von dem Zeug, von dem Schnaps. Haben wir noch Schnaps? Nein, du hast den ausgetrunken. Ja, den gesamten Schnaps und die Pfeffis aus. Ich hab das. Junge, pack die. Hallo, solange das noch läuft. Du hast noch was vergessen. Ich distanziere mich in aller Form. Der Mann wollte aufhören mit Saufen. Boah. Der Mann wollte aufhören mit Saufen. Beziehungsweise höre ich diesen Spruch seit Wochen, jeden zweiten Tag. Ja, dann muss man weniger saufen, mehr Sport treiben, mehr Videos machen. Und dann kippt er sich im nächsten Video die Goldkrone hinter die Winde. Es ist einfach nur. Hier, wenn du was erzählen willst, es läuft. Ja, ich kann ja nur sagen, folgt mir auf Instagram, folgt mir auf YouTube. Schickt dem Mann kein Alkohol, ihr seht und den richtet das zugrunde. Ich meine, wenn ihr wollt, dass der Mann stirbt und ihr nie wieder Videos von ihm seht, okay, dann schickt ihm mehr Alkohol. Aber wenn ihr mehr Videos sehen wollt, dann. Schick die mehr Kleingeld im Pfand. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Fanpost-Video hat euch gefallen. Nee, ich muss nochmal hier einen Überblick über den Raum geben. Erzähl nochmal was. Statement zum Hausherrn kommt. Lass mich unterbrochen. Statement zum Hausherrn kommt auf meinem Kanal. Auf meinem Kanal. Ich lehne mich wieder zurück, tut mir leid. Scheiße. Der Mann wird euch hier jetzt noch einen kurzen Überblick über den Raum verschaffen, was von der Fanpost noch übrig ist. Es ist alles sehr, sehr traurig. Ja. Was ist das denn für ein Tag? Nee, jetzt ist Dienstag. Montag. Nee, jetzt ist Dienstag. Naja, jetzt ist Dienstag, weil es 0.30 Uhr ist. Aber es war Montag, als wir angefangen haben. Haben wir eine Frühschicht? jedenfalls, zeig jetzt mal noch den Raum. Ja, das wollte ich erst nochmal zeigen und danach zeige ich den Raum. Ach Junge, ich muss scheißen. Nee, ich muss nicht scheißen. Ich muss gar nicht scheißen, das ist nur so ein Gefühl. Junge, ich werde mich erstmal dann an diesen verdammten Medikamenten wieder vergreifen und mir einfach alles reinziehen, was es gibt. Junge, Junge, Junge. Ich zeige jetzt einfach nur. Ich fasse jetzt nochmal das zusammen, was es hier gab.
Es fing alles an mit Sport, Ernährung, Shakern und so. Dann ging es über zu Bier und Schnaps, den ich natürlich nicht einfach stehen lassen habe. Hier ist immer noch mein Abwasch, der einfach nur dahin gammelt. Oh, ich kotze, wenn ich das sehe, aber naja, was soll's. Dann Kleingeld, das jetzt keine Ahnung was ist. Wein, Junge, es gibt noch Wein. Den werde ich erstmal öffnen, sobald ich die Kamera hier ausgeschalten habe. Den Rosé nehme ich. Den Rosé würde ich nehmen. Ich trinke gern Rosé. Wäre das okay? Na, du kannst heute mit mir zusammen Rosé trinken. Nee, du willst ihn doch jetzt bloß exen. Du hast doch deine Goldkrone. Du kannst gerne heute mit mir zusammen Rosé trinken. Okay. Das ist doch meine Ansage. Ich trinke auch gern Rosé. Ich trinke auch gern deine verfickte Pisse. Das liegt aber nur daran, dass ich dich eigentlich wirklich liebe. Und zwar auf eine nicht freundschaftliche Weise. Ich kann mich leider nicht wie dieser Mann outen. Denn es gibt nichts, was es zu outen gibt. Ich bin leider heterosexuell. Aber das will der Mann seit Jahren nicht wahrhaben. Ich habe nichts zu entgegnen. Und ja, hier ist halt ein riesiger Haufen von Pappe und Müll und Instant-Nudeln, die ist natürlich sehr nice. Ja, also ich glaube, dieses Video war wirklich mal wieder bahnbrechend. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst es uns mit der Daumenfunktion wissen. Oh Junge, Klink, der Boden! Der ist zerbrochen! Ja, das habe ich gesehen. Oh nein, der gute Boden! Ja, wenigstens dieser Film. Verfickte Scheiße! Oh nein! Oh Junge, wie das einfach in den Schwamm gebrannt ist. Hier ist noch ein kleines. Ah nee! Fick dich doch ins Knie! Wer ist denn hier besoffen? Du oder ich? Na du! Aber das ist mein Fußboden! Das kann man wegschleifen, entspann dich. Ich kann dir mal deine Hackfresse wegschleifen. Ey, ich kann nichts dafür, wenn die Kohle zerbricht. Was ist denn das für eine Scheiße? Die ist wirklich, während ich die mit der Zange gehalten habe, ist die zerbrochen in der Mitte. Und ich habe die mal fest zugedrückt. Das habe ich auch gesagt, wo ich deine Großmutter erwürgt habe. Okay, wir gucken jetzt mal, ob die andere Kohle zerbricht. Nee, okay. Wir gucken gleich mal, ob dein Genick bricht. Ich werde dieses Video jetzt beenden. Fick dich ins Knie. Junge, ich habe es wirklich nicht kommen sehen. Deine Oma hat mich schon trotzdem kaum gesehen. Ich habe ihr direkt in ihr faltiges Hackmaul gespritzt. Und sie hat es genossen. Beende jetzt das Video, mein Spatz.